Vielen Dank, Herr Kollege Kasper. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt noch einmal Thorsten Schäfer-Gümbel. Sie haben 4 Minuten und 26 Sekunden Redezeit noch frei. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank. Es gab einige Fragen in der Aussprache, und deswegen würde ich gerne noch einmal darauf aufgeben. Die erste Frage vom Kollegen Wagner war, gibt es Bundesländer mit sozialdemokratischer Führung, die das besser können als Hessen? Unter anderem Hamburg kann man an Zahlen empirisch nachweisen. Zweite Frage, Ihr Hinweis zur... Herr Wagner, darf ich ausreden? Danke. Zweite Frage war, wie kann es sein, dass ein Papier, ein 12-Punkte-Plan vorgelegt wird, wenn danach Frau Barley ein Papier für die Bundesregierung vorlegt? Erstens war es umgekehrt. Zunächst war der Kabinettsbeschluss am vergangenen Mittwoch über die verschärfte Mietpreisbremse, übrigens eine Mietpreisbremse, die in Hessen gar nicht gilt, weil das Ministerium nicht in der Lage war, eine rechtsförmliche Ausrichtung auf den Tisch zu legen. Deswegen gilt sie in Hessen gar nicht. Die verschärfte Mietpreisbremse, die Kollegin Dorn, Sie können auch gerne nach vorne kommen, ermöglicht mir anschließend noch ein bisschen mehr Redezeit zu haben. Ich freue mich sehr auf die Aussprache. Frau Barley hat eine verschärfte Mietpreisbremse vorgelegt. Die hat das Kabinett auf den Weg gebracht. Gleichzeitig bereitet die Bundesregierung, übrigens glaube ich in Abstimmung auch mit dem Bundesland Hessen, einen Wohnungsgipfel vor, in dem über weitergehende Maßnahmen geredet werden soll. Und dazu hat die Sozialdemokratische Partei in der Tat am vergangenen Samstag ein Papier vorgelegt. Dritte Bemerkung. Sie fragten nach der Bedeutung der bundespolitischen Initiativen im Vergleich zum Hessen. Ich will daran erinnern, die wichtigste bundespolitische Entscheidung, die getroffen wurde oder gerade in Entscheidung zu treffen ist, ist die Frage, ob der Bund nach 2020 überhaupt noch Mittel für den Wohnungsbau aufwenden darf. Ich erinnere mich leise, wenn ich bestimmte Zwischenstände im Koalitionspapieren für Verhandlungen von Jamaika-Koalitionen auf Bundesebene gesehen habe, dass diese Frage in Jamaika-Verhandlungen 0,0 eine Rolle gespielt hat. Durchgesetzt hat die Grundgesetzänderung in Koalitionsverhandlungen die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Deswegen hat das Bundeskabinett die entsprechende Grundgesetzänderung jetzt auf den Weg gebracht. Ich freue mich sehr auf die Zustimmung des Bundeslandes Hessens zu dieser Grundgesetzänderung mit Zustimmung der GRÜNEN, wie ich hoffe. Vierte Bemerkung. Sie sprachen das Thema Baugebiete an, und in der Tat, da haben wir ein paar Probleme zu lösen. Da gibt es ein paar Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Dazu gehört übrigens auch das Land Hessen. Ich habe mir gestern einen Ordnungshof, zu dem ich eine Meinung habe, eingefangen, als ich mich mit der Rolle des Finanzministers beschäftigt habe. Aber natürlich hätten wir in Frankfurt auch andere Entscheidungen treffen können beim Polizeipräsidium. Wir heißt an der Stelle vor allem die Landtagsmehrheit aus Bündnis 90 die Grünen und der CDU. Sie haben aber eine Entscheidung getroffen, die ich ausdrücklich nicht teile. Dort wäre eine Möglichkeit gewesen, einen anderen Weg einzuschlagen. Deswegen halte ich Ihnen gelegentlich vor, dass es nicht sonderlich redlich ist, in Hochglanzbroschüren die Kommunen aufzufordern, Land günstig abzugeben, Konzeptvergaben zu machen, aber da, wo man es selber in der Hand hat, das genaue Gegenteil zu tun. Sie haben dann mich damit konfrontiert, dass auf Bundesebene Horst Seehofer zuständig ist im Rahmen der Kabinettsverteilung zum Thema Wohnungsbau. Das ist erstens der Freund von Volker Bouffier. Ich bin nicht per Du, deswegen formuliere ich das so. Was ist Quatsch? Ist er nicht der Freund? Ah, okay. Interessanter Hinweis. Wissen Sie, ich will es mal so beantworten. Ja, manchmal macht man in Koalition, das soll Ihnen, glaube ich, auch so gegangen sein, ein paar Kompromisse. Ob wohnungsbaupolitisch allerdings Horst Seehofer oder Priska Hinz mehr auf die Reihe bringt, das lasse ich jetzt einmal den geneigten Leser entscheiden. Ich glaube, dass wir am 28. Oktober alle Gründe haben, die Wohnungsbaupolitik in Hessen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Und damit will ich Ihnen noch einmal sagen, was das Problem Ihrer Politik ist. Sie schreiben hier über Wohnungswende. Ich will es Ihnen noch einmal sagen. Bei 30 Quadratmeter Wohnungen plus 4 € pro Quadratmeter Kaltmiete in Ihrer Amtszeit. Bei Wohnungen 60 Quadratmeter 3,50 € mehr pro Quadratmeter. Und bei größeren Wohnungen von 100 Quadratmetern 2,50 € kalt pro Quadratmeter mehr. Und das ist das Problem. Da angesichts dieser Zahlen von einer Trendwende zu reden, ich komme zum Schluss, angesichts dieser Zahlen von einer Trendwende zu reden,
ist nur wirklich eine der größten Ignoranzen, die ich in den letzten 5 Jahren in diesem Landtag vor dem Hintergrund der realen Verhältnisse erlebt habe. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Für eine Kurzintervention hat sich nur noch einmal Matthias Wagner von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön, 2 Minuten Redezeit. Ja, ich hatte ja versucht zu erklären, dass es natürlich dauert, bis Wohnungen gebaut sind. Die Trendwende ist aber in der Förderung der Wohnungen eindeutig erreicht, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Das kann man, glaube ich, auch nicht bestreiten. Was uns mit Sicherheit nicht weiterbringt bei einer konsequenten Wohnungsbauförderung, sind die Pläne, die Sie präsentiert haben, die halbe Landesregierung neu zu organisieren und immer neue Ministerien zu schaffen und die Abteilungen hin und her zu schieben. Das Einzige, was dann passieren würde, ist, dass die gesamte Landesverwaltung ein Jahr mit sich selbst beschäftigt ist und für den geförderten Wohnungsbau gar nichts passieren würde, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Und Sie haben nichts dazu gesagt zur Kürzung der Wohnungsbaumittel des Bundes. Das finde ich ja interessant, wenn Sie diese Landesregierung dafür kritisieren, dass der Mittelaufwuchs, die Vervierfachung der Mittel nicht genug war, wie Sie dann gleichzeitig dazu schweigen können, dass die Mittel des Bundes für die Länder von 1,5 Milliarden Euro auf 1 Milliarde jährlich sinken werden. Dazu haben Sie überhaupt nichts gesagt. Und Sie verschweigen beim alten Polizeipräsidium in Frankfurt auch geflissentlich, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass es Ihre Fraktion war, die 100 Millionen Euro Verkaufserlöse aus dem alten Polizeipräsidium eingeplant hätte, nicht etwa für Wohnungsbau, sondern zur Finanzierung ihrer allgemeinen Wahlversprechen und zur Haushaltskonsolidierung. Und diese Landesregierung hat Verkaufserlöse dafür verwendet, in den Wohnungsbau zu investieren. Und dadurch können wir 600 bis 850 Wohnungen über den Liegenschaftsfonds realisieren und 530 weitere Wohnungen in der Sozialbindung halten. Sie wollten den Haushalt sanieren, wir investieren in Wohnungen. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Für die SPD spricht noch einmal Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben noch 2 Minuten Redezeit zur Antwort. Na ja, hier wird mit allen Mitteln gearbeitet. Hast du schlechte Laune? Herr Hahn, wollen Sie? Ich freue nur. Ich habe die Aufregung seit gestern sind ja hier deutlich gestiegen. Also zur Beantwortung der Fragen. Erstens, ich will noch einmal darauf hinweisen, es gibt keine Trendwende. Sie haben im vergangenen Jahr weniger als 1.000 Wohneinheiten gefördert bei einem Wohnungsbaubedarf von 37.000 Wohneinheiten pro Jahr. Punkt. Zweitens, die landesbezogenen Mittel für den Wohnungsbau im Doppelhaushalt 18-19 sinken in 19 im Vergleich zu 18. Zweite Bemerkung, Fakt. Und jetzt will ich Ihnen noch einmal mit dem Bundesland Hamburg kommen, weil ich gerade am Montag die Gelegenheit hatte, mit Olaf Scholz über die Frage noch einmal zu reden, wie das Verhältnis zwischen Bundes- und Landesmitteln ist, weil ich will Ihnen ausdrücklich zustimmen. Ich glaube, dass das, was im Moment an mittelfristiger Finanzplanung für den Wohnungsbau auf Bundesebene vorgesehen ist, nicht reicht. Definitiv nicht. Aber Olaf Scholz hat darauf hingewiesen, dass das Bundesland Hamburg aus den Wohnungsbaumitteln des Bundes in der Vergangenheit pro anno, also pro Jahr, etwa 8 bis 10 Millionen Euro bekommen hat. Königsteiner Schüssel, ungefähr die Verteilung. Das Bundesland Hamburg hat jährlich etwa bis zu 190 Millionen Euro auf diese 8 bis 10 Millionen des Bundes aufgelegt. Das hat übrigens etwas damit zu tun, dass die Länder dafür zuständig sind. Wenn Sie sich Ihr sogenanntes 1,7 Milliarden Programm anschauen, werden Sie feststellen, dass die Verhältnisse in Hessen deutlich anders sind. Und deswegen noch einmal. Ja, ich glaube, dass wir im Bund in der Tat nachlegen müssen. Aber die Hauptverantwortung für die Wohnungsbauförderung liegt bei Ihnen im Moment als Landesebene und übrigens auch in den nächsten Jahren auf Landesebene. Und da ist deutlich Luft nach oben. Letzte Bemerkung. Ich glaube, dass wir über das Thema Planungs- und Baubeschleunigung
über das, was im Koalitionsvertrag auf Bundesebene geregelt ist, hinausgehen müssen. Definitiv. Wir brauchen Bau- und Planungsbeschleunigung und weniger Demonstrationen am Labyrinth, Herr Banzer. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Von der CDU-Fraktion hat sich noch einmal Kollege Kaspar zu Wort gemeldet. Die Redezeit beträgt nur 2 Minuten und 18 Sekunden. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe mich zu Wort gemeldet, weil Herr Schäfer-Gümbel, obwohl wir mehrere Diskussionsrunden an unterschiedlichen Stellen hatten und Veranstaltungen, und Sie ja mittlerweile wissen müssten, wie es wirklich mit dem Areal des Polizeipräsidiums ist, hier erneut wieder davon gesprochen haben, dass das Land eine Konzeptvergabe hätte machen können. Konzepte, nämlich wie kann ein Grundstück bebaut werden, hat nun einmal nicht das Land festzulegen, sondern die Kommune, in dem Fall die Stadt Frankfurt. Und die Stadt Frankfurt, Herr Schäfer-Gümbel, hat ja Folgendes gemacht. Sie hat ja genaue Vorgaben gemacht, was auf dem Grundstück gebaut werden kann, unter anderem eine schulische Einrichtung, eine Kinderbetreuungseinrichtung, geförderter Wohnungsbau. Das Land Hessen hat genau einen Investor gesucht, der das macht, was das Konzept der Stadt Frankfurt ist. Meine Damen und Herren, und Sie sehen daran, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass das Land Hessen genau dem gefolgt ist, was die Stadt dort realisiert haben wollte auf dem Areal. Und ich muss auch noch einmal sagen, wenn Sie die örtlichen Verhältnisse in Frankfurt kennen würden, dann würden Sie wissen, dass das eine der befahrensten Straßen von Frankfurt ist und dass Sie ausgerechnet die Menschen, die am kaufkraftschwächsten sind, dort unterbringen wollen in großer Zahl, ist, glaube ich, nicht das, was die Menschen sich dort wünschen würden. Danke, Herr Kollege Kaspar. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort, Frau Ministerin. So, meine Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich sehr, dass das Thema Wohnraumförderung heute auf der Tagesordnung steht, denn es ist ein Thema der sozialen Gerechtigkeit und in dieser Wahlperiode deshalb auch ein besonders wichtiger Schwerpunkt dieser Landesregierung, meines Ministeriums und mir persönlich. Es ist wichtig, die Bedingungen für Wohnungsbau zu verbessern und damit bezahlbaren Wohnraum für die unterschiedlichen Zielgruppen möglich zu machen. Und da gilt es zunächst einmal, sich ehrlich zu machen und eine Wohnungsbedarfsprognose zu erstellen. Und das haben wir getan. Weil nur weil wir die in Auftrag gegeben haben, wissen wir überhaupt, wo wir ansetzen müssen, in welchen Teilen Hessens wie viel Wohnbedarf besteht und für welche Zielgruppen überhaupt Wohnungsbedarf besteht. Und erst dann kann man eine Strategie entwerfen und kann überlegen, wie man diesem Wohnraummangel effektiv begegnen kann. Und dieses haben wir Anfang 2014 getan, meine Damen und Herren. Wir haben zielgerichtet für Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, mit mittlerem Einkommen und vor allen Dingen auch für Studierende entsprechende Förderprogramme entwickelt. Und dafür sind wir auch zuständig, sehr geehrter Herr Schäfer-Gümbel. Wir sind nicht für frei finanzierten Wohnraum zuständig, der dann leider zwischen 13 und 20 € kostet, sondern wir sind für die Menschen zuständig, die sich das nicht leisten können. Und deswegen fördern wir Wohnungsbaugesellschaften und Investoren, die bereit sind, für 6,50 €, 7,50 € oder 8,50 € den Wohnraum zu schaffen und dann zu vermieten. Und darauf kommt es an, und dafür sind wir zuständig.
weil wir darüber hinaus auch die Kommunen darin unterstützen, Wohnungen zu schaffen, die unter Wohnraummangel leiden, für ihre Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, aber auch für Menschen, die in diese Stadt ziehen wollen, konnten wir die Trendwende in Hessen einleiten. Und weil Sie immer so sagen, dass wir ja irgendwie nicht erfolgreich seien, dann kann ich Ihnen doch schon einmal mitteilen, dass wir seit 2014, seitdem wir dann den Anlauf nehmen mussten, um tatsächlich auch die Fördermittel unterzubringen und zielgerichtet die Wohnungsbaugesellschaften zu fördern, die in der Lage sind, auch erfolgreich zu sein, haben wir 4.700 Wohnungen bereits fertigstellen können. Fertigstellen können, wie Sie darauf kommen, dass es noch nicht einmal 1.000 Wohneinheiten pro Jahr sind, das weiß ich nicht. Also, wo Sie Ihre Zahlen hernehmen, von uns jedenfalls nicht, meine Damen und Herren. Und die höheren Zuschüsse, die wir und die längeren Bindungen für neue Wohnungen, die jetzt in unseren geänderten Förderrichtlinien stehen werden, weitere Wirkung erzielen. Da bin ich sehr sicher. Und dass Sie sich auf die Kritik der Wohnungswirtschaft in Hessen beziehen, das finde ich ja einigermaßen kurios. Also, erstens finde ich es sowieso erstaunlich, dass Wohnungsverbände sich darüber beschweren, dass sie eine höhere Förderung des Landes Hessen bekommen, aber natürlich 15% unter der Vergleichsmiete bleiben müssen, weil sonst hätte das Ganze ja auch keinen Effekt einer öffentlichen Förderung, wenn dann nicht Menschen in die Wohnungen reinziehen können, die nicht mehr bezahlen können. Und dazu gehören auch Polizistinnen oder Erzieher zum Beispiel. Aber noch verblüffender finde ich, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende diese Kritik dann auch noch hier vorträgt. Der Fraktionsvorsitzende, der mit seiner Bundesvorsitzenden ein Papier vorstellt, das nicht nur auf die öffentliche Förderung eingeht, sondern sagt, alle Investoren, die auch frei finanziert haben, sollen nicht mehr Miete erheben als die Inflationsrate. Und Sie machen sich diese Kritik zu eigen. Das ist schon einigermaßen verwunderlich, das muss ich an dieser Stelle doch sagen. Meine Damen und Herren, es ist klar, nach jahrelangen Versäumnissen der ganzen Bundesrepublik, und der Abgeordnete Wagner hat ja darauf hingewiesen, aufgrund der falsch gedeuteten Prognosen der demografischen Entwicklung, oder damals waren sie richtig, aber es hat sich dann erwiesen, wir haben doch mehr Geburten und mehr Einwanderung auch aus europäischen Städten, aus europäischen Ländern hier nach Deutschland und nach Hessen, fallen mehr Wohnungen aus der Bindung, als gebaut werden können. Das ist kein spezifisch hessisches Problem. Das haben wir schon festgestellt. Und, Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie darauf hinweisen, dass Hessen so erfolgreich ist, dann kann ich Ihnen doch vielleicht einmal sagen, dass Hamburg im Jahr 2006 noch 123.000 Wohnungen in der Bindung hatte und 2016 81.000 Wohnungen in der Bindung hatte, also 40.000 weniger. Die liegen in etwa gleich auf mit Hessen. Wo Sie da die erfolgreiche Wohnungsbaupolitik hernehmen, erschließt sich mir im Moment jedenfalls nicht. Meine Damen und Herren, wir stellen uns der Aufgabe, ich habe ja gesagt, wir haben eine Wohnungsbedarfsprognose gemacht, und wir stellen uns der Aufgabe, die ist nicht einfach. Das ist völlig klar. Das wäre auch falsch, Leuten etwas vorzugaukeln, dass man das innerhalb von 2 oder 3 Jahren das Problem erledigt. Es ist nicht einfach, aber wir stellen uns dem Problem. Und wir haben deshalb unter anderem das Programm Kauf von Belegungsrechten aufgelegt. Wir haben nicht nur 1.100 Wohnungen darüber schon in der Bindung halten können, sondern wir können darüber hinaus 2.300 Wohnungen wieder in die Bindung nehmen. Und unter anderem gehört zur Wahrheit,
des Verkaufs des Grundstücks des alten Polizeipräsidiums auch dazu, dass wir Geld aus dem Verkauf dafür verwenden können. Und dass Sie immer wieder vortragen, dass wir nicht in Übereinstimmung mit der Stadt Frankfurt gehandelt hätten und dass dort angeblich keine Sozialwohnungen entstehen. Jedenfalls behauptet das auch immer wieder DIE LINKE. Das ist schlicht falsch. Das ist schlicht falsch. Es wird genau das gebaut, was die Stadt Frankfurt haben möchte, eine Schulturnhalle, eine Kindertagesstätte, geförderter Wohnungsbau mit 30%. Und darüber hinaus werden wir 100 Millionen € zur Verfügung haben, um geförderten Wohnraum in und um Frankfurt entstehen zu lassen und Wohnungen in der Belegungsbindung zu halten. Das ist das, was tatsächlich Fakt ist. Und ich verstehe nicht, warum Sie die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen wollen, meine Damen und Herren. Wir haben die Nassauische Heimstätte gestärkt und werden mit der Nassauischen Heimstätte rund 5.000 Wohnungen bauen können in den nächsten Jahren für vor allen Dingen Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen. Und wir haben die Mietpreise dort gedeckelt. Das heißt, der Anstieg der Mieten wird nicht mehr als 1% in den nächsten 5 Jahren betragen, und zwar landesweit für die Wohnung der Nassauischen Heimstätte. Und das ist ein echter Erfolg für die Menschen, die bei der Nassauischen Heimstätte leben, weil sie können sich sicher sein, dass sie aus den Wohnungen nicht raus müssen, wenn sie nicht so viel Geld verdienen, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil wohnungspolitischer Entscheidungen. Und, Herr Lenders, die Nassauische Heimstätte wird trotzdem investieren können. Das ist schließlich mit der Geschäftsführung berechnet, und sie wird trotzdem investieren können. Insofern ist das eine gute Botschaft für die Mieterinnen und Mieter von 60.000 Wohnungen der Nassauischen Heimstätte in Hessen. Frau Ministerin, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Ja, meine Damen und Herren, bei allen Anstrengungen, gerade in den großen Städten rasch zu neuen Wohnungen zu kommen, kommt man da an die Grenzen. Das ist klar. Es wird nicht jeder Mensch, der nach Darmstadt oder Frankfurt oder Wiesbaden ziehen will, dort eine Wohnung finden. Die Flächen sind begrenzt, selbst wenn man noch in die Innenentwicklung geht und selbst wenn man noch neue Wohnquartiere erschließt. Umso wichtiger ist es, dass wir regional denken, dass auch die Städte und Gemeinden drumherum sich ihrer Verantwortung stellen für zusätzlichen Wohnraum. Deswegen habe ich bereits 2 Regionalkonferenzen durchgeführt, damit es eine stärkere Kooperation zwischen den Städten und Gemeinden gibt. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil insgesamt das gesamte Umland sich gemeinsam dieser Aufgabe widmen muss. Wir unterstützen die Kommunen hier wirklich gerne. Wir haben eine Strategie entwickelt für den Wohnungsbau in Hessen. Mit dem Masterplan Wohnen fördern wir nicht nur zielgerichtet Wohnungen für spezifische Gruppen, sondern wir gehen weit darüber hinaus, z.B. mit der Baulandoffensive. Sie hat sich nicht 1,5 Jahre mit sich selbst beschäftigt, sondern bereits 9 Machbarkeitsstudien fertig. Ich gehe davon aus, dass demnächst kommunale Entscheidungen für die Mobilisierung dieser Bauflächen fallen. Und wir wollen weiter in genossenschaftliches und gemeinschaftliches Wohnen investieren in den nächsten Jahren. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Land Hessen Unterstützung seitens der Bundesregierung bekommt, wenn wir zusätzliche Kompensationsmittel bekommen und das Ganze nicht auf 1 Milliarde € pro Jahr heruntergefahren wird. Und ich würde mich freuen, wenn die Ministerin Barley mit Minister Seehofer zusammenarbeitet und gemeinsam die Länder unterstützt
und nicht jede Partei auf Bundesebene für sich alleine ein Programm vorlegt. Sie sollten sich ein Beispiel an Hessen nehmen. Wir haben einen Masterplan Wohnen, und wir tragen ihn gemeinsam. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine zweite Runde. Es hat sich gemeldet der Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege Hahn, Sie haben 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einer kleinen Anekdote, einer lustigen Anekdote beginnen. Einige von uns haben am letzten Samstagvormittag ja die Ehre gehabt, auf Gäste des Hessischen Mietertages zu sein, in Bad Homburg, im Kurhaus. Was ich ein bisschen unfair fand, dass die gemeinen Abgeordneten 2 Stunden irgendwelchen Reden zuhören mussten. Und als dann die gemeinen Abgeordneten diskutiert haben, sowohl die Ministerin wie auch Kollege Schäfer-Gümbel gegangen sind, aber das wird bestimmt dem wird. Ich musste aber auch Ihre Rede nicht anhören, Frau Barth, aber ich musste die Rede von Herrn Schäfer-Gümbel anhören. Jedenfalls hat dann der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, Herr Lukas Siebenkotten, begonnen mit der Feststellung, jetzt haben wir ja die Rede der CDU-Ministerin gehört, jetzt wollen wir doch einmal schauen, was denn die anderen Parteien dazu sagen. Ich muss gestehen, dass Uli Kasper darüber nicht gelacht hat. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Äußerung von Herrn Siebenkotten ist natürlich in irgendeiner Weise doch schon bezeichnend. Es wurde dauernd dazwischengerufen, gerade von den GRÜNEN, als mein Kollege Lenders gesprochen hat, was wollt ihr denn? Ich will es Ihnen sagen. Es gibt 2 Modelle, wie man das Problem Schaffung von Wohnraum lösen kann. Nee, eigentlich gibt es nur 1 Modell, aber es gibt 2 Ideologien. Es gibt die Ideologie, die die grüne Ministerin fährt, Staat, 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 Geld, Geld, Geld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sämtliche Erhebungen, jedenfalls im Rhein-Main-Gebiet, zeigen, es geht nicht um Geld, Geld, Geld. Die betroffenen Marktteilnehmer, Uli Kasper hat das eben in einer herrlich diplomatischen Art, ohne den Koalitionspartner vorzuführen, dargestellt, brauchen auch nicht Geld, 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 sondern sie brauchen schlicht Grundstücke, 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 Grundstücke und noch einmal Grundstücke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von den GRÜNEN, da hilft auch eine Baulandoffensive nicht. Ich habe ja nachgefragt, welches konkrete Grundstück, Flurstück usw. so ist denn aufgrund der Baulandoffensive jetzt bereits zu Bauland geworden? Die sehr wortreiche Antwort von Ministerin Hinz war sehr eng zusammengefasst gewesen, nicht eines. Das ist auch nachvollziehbar, weil nicht eines. Ja, dann sagen Sie mir bitte, welches Grundstück auf einmal dazukommt. Sie schütteln mit dem Kopf und wissen genau, dass das die Unwahrheit ist. Sie haben bisher bei der Baulandoffensive nicht ein einziges Grundstück aktiviert. Jedenfalls war das die Aussage aus Ihrem Hause von kurz vor der Sommerpause. Früher, meine sehr verehrten Damen und Herren, und deshalb ich verstehe das alles mit dieser Trendwende nicht. Früher hieß die Baulandoffensive Beauftragte der Landesregierung für den Wohnungsbau und hatte den Namen Dr. Herbert Hirschler. Und da kann ich Ihnen aus eigenem Wissen alleine 15 verschiedene Grundstücke erzählen, sogar wo die liegen, die tatsächlich umgewidmet worden sind, aus denen tatsächlich Bauland geworden ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tun Sie doch nicht so, als wenn Sie jetzt irgendetwas vernünftig Neues hier machen. Also erstens Grundstück, Grundstück, Grundstück. Das geht nur, obwohl wir im Rhein-Main-Gebiet es seit der Enquetekommission Demografie aus diesem Hause im Jahre 2006 wissen, dass hier ein erheblicher Druck entstehen wird. Das geht nur noch dadurch, indem erhebliche Hilfe den Kommunen zur Verfügung gestellt wird, und zwar bei der Frage der Finanzierung. Sie hören hier offensichtlich gar nicht zu, was René Rock in den letzten Monaten immer wieder zum Thema Sozialausgaben, Familieneinkommen gesagt hat. Wir in Bad Vilbel haben gute finanzielle Verhältnisse, deshalb leisten wir uns das. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wenn man 100.000 Quadratmeter Bauland für Wohnbebauung dem Markt zur Verfügung stellt, dann braucht man mindestens einen vierzügigen Kindergarten, man braucht mindestens eine dreizügige Grundschule, und man muss sich mit dem Wetteraukreis in Verbindung setzen, dass es dann auch noch eine weiterführende Schule zusätzlich gibt. Das sind Kosten, die kann man erstatten als Land. Die kann man jedenfalls teilweise erstatten. Und deshalb sagen wir, in einem Punkt ist euer Geld, Geld, Geld richtig, nämlich für diese Investition und nur für diese Investition müssen im kommunalen Finanzausgleich entsprechende Mittel zur Verfügung stehen. Vorletzte Bemerkung in meinen 10 Sekunden. Wir müssen die Kosten reduzieren beim Bau. Der Kollege hat darauf hingewiesen. Die ENEF, 6% mehr zusätzliche Baukosten in den letzten 5 Jahren für 0,1% mehr Energieeffizienz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Wahnsinn. Gucken Sie sich einmal die Förderkriterien beim sozialen Wohnungsbau an. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Sie kommen überhaupt nicht mehr unter 4.200 € pro Quadratmeter Baukosten. Ich finde es auch schön, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es keine innenliegenden Bäder geben soll. Aber sie müssen halt zusätzlich bezahlt werden. Ihre Wende ist krachend gescheitert. Loben Sie sich doch bitte nicht ganz so sehr dafür. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Hahn. Als nächster Redner spricht noch einmal Herr Kollege Schäfer-Gümbel von der SPD-Fraktion. Bitte schön, auch hier 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Nach dem hoch engagierten Beitrag der Ministerin und in der drohenden Wiederholung unserer kleinen Auseinandersetzung vom vergangenen Samstag auf dem Mietertag will ich es noch einmal ein bisschen persönlicher versuchen. Ich nehme jetzt einmal für eine juristische Sekunde die Annahme ernst, die Herr Caspar und auch Sie heute versucht haben zu beschreiben, dass nämlich beim Verkauf des Polizeipräsidiums in Frankfurt alles so gelaufen ist, wie es die Stadt Frankfurt wollte. Ich nehme das einmal, teile das in der Sache nicht. Alle Beteiligten wissen, dass das Land sich erst bewegt hat, nachdem die Stadt Frankfurt mit Baurecht gedroht hat und mit Bauleitplanung und sonstigen Instrumenten. Aber ich nehme es einmal für eine Sekunde an, dass das so richtig wäre. Dann verstehe ich bis heute trotzdem nicht, warum Sie dieses Gelände verkauft haben, ohne eine Bauverpflichtung für den Investor zu erlassen. Ich verstehe es nicht, weil Sie somit überhaupt nicht in der Hand haben in den nächsten Jahren, was da passiert und ob der Investor weitermacht. Das bleibt einfach im Raum stehen, vorausgesetzt, ich akzeptiere das, was ausgeführt worden ist. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, da will ich anschließen an das, was Jörg-Uwe Hahn formuliert hat. Ja, das Thema kommunaler Finanzausgleich und die Frage der Wirkungsweise zwischen Baulandausweitung, Infrastrukturentwicklung, Kindergarten, Schulen etc. pp. Und dem Wohnungsbau auf der anderen Seite ist immanent. Da finde ich, macht die FDP einen harten Punkt, dass es ganz offensichtlich so ist, dass die Strukturen des derzeitigen kommunalen Finanzausgleichs, den Sie politisch zu verantworten haben, die zusätzliche Ausweisung von Baugebiet eben nicht belohnt. Deswegen sagt Herr Caspar inzwischen auch vor dem Hintergrund der Beschlussfassung der Union, es gibt ja entsprechende auch mindestens, sage ich mal, gutachterliche Stellungnahmen im Finanzministerium zu der Frage, dass Sie an das Thema ran wollen nach der Wahl, weil Sie inzwischen verstanden haben, dass das ein Problem ist. Das begrüße ich ausdrücklich, aber es ist noch einmal wichtig festzuhalten, ja, ein Teil der Probleme bei Baulandausweisung hat etwas damit zu tun, dass die Kommunalfinanzen unter dieser Regierung in den 5 Jahren eben nicht so aufgestellt war, dass es auskömmlich ist, für die Kommunen entsprechend Bauland auszuweisen. Dritte Bemerkung. Auch das macht es ein bisschen komplizierter, sind natürlich die Vorgaben des Landesentwicklungsplans zu faktischem Flächenverbrauch null. Auch da entstehen Problemstellungen heraus, die landespolitisch vorgegeben sind, die es komplizierter machen. Vierte Bemerkung. Sie haben nichts dazu gesagt, Frau Ministerin, dass das Land Hessen seine Mittel in den nächsten Jahren kürzt. Und Ihr Versuch, meinen Hinweis auf die Wohnungswirtschaft zu diskreditieren, der wird ja nicht durch den Versuch
schlauer, weil der Hinweis, dass Sie die Mittel nicht vermehren, ja das eigentliche Problem ist. Und deswegen stricken Sie die Richtlinie neu mit allen Konsequenzen, die das hat. Das Problem ist aber die Mittelzuweisung in diesem Bereich für die Programme, über die ich rede. Vorletzte Bemerkung. Ihr Versuch, meinen Hinweis darauf, dass im Jahr 2017, und ich wiederhole es für Sie noch einmal, im Jahr 2017, also für ein Jahr, Ihre Wohnungsbauförderung bei unter 1.000 Wohneinheiten lagen, bei 37.000 Wohneinheiten Baubedarf abzutun nach dem Motto, es sind aber 4.500. Ich habe über die Periode gar nicht geredet, dass das alles nicht einfach ist. Das ist alles in Ordnung. Das weiß jeder, dass das nicht einfach ist und sofort entschieden wird. Aber wir müssen doch einmal, wenn wir ernsthaft über die Frage reden wollen, doch einmal konstatieren, dass das Problem deutlich größer ist. Und Sie schreiben hier in Ihren Antrag, es gibt die Trendwende und das Problem ist mehr oder weniger gelöst. Und ich sage Ihnen, das ist Realitätsverweigerung und es hilft niemandem, der eine Wohnung sucht. Letzte Bemerkung. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Ich habe bisher zu dem Dornröschenschlaf von Ihnen in der Wohnungsbaupolitik wenig gesagt. Aber Schwarz-Grün und Ihre Amtsführung ist ganz sicherlich kein Beispiel, weder für den Bund noch für andere Bundesländer, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum in der Fläche zu schaffen. Herr Kollege Schäfer-Gümbel von der Fraktion DIE LINKE hat sich Kollege Schaus zu Wort gemeldet. Bitte schön, auch hier 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will durchaus noch einmal in Replik auf den Beitrag des Kollegen Wagner sagen, ja, ich stimme mit Ihnen überein, dass das Problem mit dem Abbau der Sozialwohnungen kein spezifisch hessisches, sondern ein bundesweites ist. Das ist richtig. Die Frage ist aber, was die Länder in ihren eigenen Kompetenzen sozusagen dem entgegensetzen. Und da sind wir sehr wohl im Streit. Herr Wagner, ich will Ihnen mal sagen, und da bin ich durchaus auch mit dem Präsidenten des Deutschen Mieterbunds einig, was das Hauptübel war, das liegt in der Vergangenheit, das liegt im Jahre 1990, wo von einer CDU-FDP geführten Bundesregierung die Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften eingestellt wurde. Da fing das Übel an. So. Und genau ab diesem Zeitpunkt ist das passiert, was hätte nicht passieren dürfen, nämlich dass die öffentlichen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sich alle wie Privateigentümer sozusagen daran gemacht haben, wie private Bauherren daran gemacht haben, nicht mehr den Blick auf den sozialen Wohnungsbau zu haben, auf den preiswerten Wohnungsbau, sondern angefangen haben, Eigentumswohnungen und vieles mehr zu fördern, zu bauen. Und wenn ich noch vor einigen Jahren auf der ersten Seite der Nassauischen Heimstätte vorgefunden habe, sozusagen eine Annonce mit Foto Eigentumswohnungen Wohnen am Wasser in Frankfurt für 495.000 €, dann sage ich, das ist nicht Aufgabe einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft. Und deswegen sind wir diejenigen, die immer wieder ganz klar und konsequent darauf hinweisen, was der Gründungsauftrag dieser Gesellschaften ist, was auch unser gemeinsamer Auftrag sein sollte, sie immer wieder daran zu erinnern, dass sozialer Wohnungsbau, der Bau von preiswerten Wohnungen die Aufgabe ist. Und deswegen sage ich nach wie vor, Sie haben nicht nur zu 40 oder zu 50%, sondern zu 100% sich dieser Aufgabe zu widmen. Das ist entscheidend. Und das, was Herr Caspar gesagt hat und was hier ja auch in Ihrem Antrag drin steht, das finde ich auch bemerkenswert. Also sowohl Herr Caspar wie auch im Übrigen die Ministerin belegen die Zahlen, die Sie in den Raum werfen, nicht. Wo haben Sie das her? Wo steht das? Wo ist das nachzulesen? Was ist die Grundlage? Wir hingegen sagen,
Die Zahlen, die ich heute vorgelegt habe, was den Bau von Sozialwohnungen in dieser Legislaturperiode angeht, sind alle sämtlichst nachzulesen in dem jeweiligen Jahresbericht der WIBank. Da können Sie das eins zu eins nachlesen. Aber wenn die Frau Ministerin hier sich hinstellt und sagt, na ja, wir haben da 4.700 Wohnungen fertiggestellt, dann weiß ich nicht, was das für Wohnungen sind. Ist das sozialer Wohnungsbau? Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Wahrscheinlich sind da auch Eigentumswohnungen am Wasser dabei. Das kann sehr wohl sein. Aber es wird nicht belegt, und es wird auch kein Zeitraum gesagt. Ja? Also von wann bis wann und wo steht das? Wüsste ich gerne. Genauso den Kauf von Belegungsrechten. 2.300 Wohneinheiten, haben Sie gesagt, Frau Ministerin. Ich sage Ihnen einmal was zum Kauf von Belegungsrechten. So. Da wird ja keine einzige Wohnung mitgeschaffen. Keine einzige. So, das ist ja im Prinzip eine Prämie für die Wohnungsbaugesellschaften nach Auslaufen aus der Sozialbindung. Und dann kriegen die noch einmal zusätzliche Fördermittel, letztendlich, damit dieses Auslaufen verhindert wird. Das ist der Ankauf von Belegungsrechten. So. Also, Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu, nein, von Frau Kollegin Feldmayer. Ich habe noch 43 Sekunden. Nein, bitte ich um Verständnis. Also, Sie können sehr wohl sagen, okay, da haben wir etwas gesichert, aber perspektivisch, was den Bestand von Sozialwohnungen angeht, ist das nicht förderlich, sage ich mal an dieser Stelle. Und das ist letztendlich dem geschuldet der Tatsache, dass Sie immer wieder in den letzten Jahren die Bindungsfristen reduziert haben. Und wenn nach 10 Jahren die Bindung ausläuft, dann kommt nämlich genau das Problem mit der Förderung dann noch einmal auf uns zu. Und dann wird zweimal gefördert, die gleiche Wohnung. Und das ist eigentlich nicht, das ist nicht Sache sozusagen der öffentlichen Hand. Und deshalb sagen wir auch, schauen Sie nach Wien, schauen Sie nach Österreich. Ja, einmal Sozialwohnung, immer Herr Kollege, Sozialwohnung. Sie müssen zum Ende das kommen. Ist der richtige Weg, den wir angehen müssen. Danke, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von Bündnis 90 Die Grünen. Auch hier 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Schaus, ich bin noch einigermaßen überrascht. Also, der erste Redebeitrag, den man in einer Debatte hält, sollte dann auch zum zweiten Redebeitrag passen. In Ihrem ersten Redebeitrag haben Sie sich darüber beschwert, und auch zu Recht darüber beschwert, dass so viele Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind. In Ihrem zweiten Redebeitrag sagen Sie, es macht eigentlich keinen Sinn, Wohnungen in der Sozialbindung zu halten, weil das ja keine neuen Wohnungen schafft. Ja, was denn jetzt, Herr Kollege Schaus? Ja, was denn jetzt? Ich will Ihnen an einem zweiten Punkt widersprechen. Sie sagen, die Aufgabe der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, sei das in Verantwortung des Landes oder der Kommunen, solle sich nur noch darauf beschränken, sozial geförderte Wohnungen zu bauen. Ich halte das ausdrücklich für falsch. Weil gerade durch die Mischung aus frei finanzierten Wohnungsbau und geförderten Wohnungsbau schaffen es die städtischen und schafft es die landeseigene Gesellschaft, mehr geförderten Wohnungsbau zu realisieren. Das, was Sie vorschlagen, Herr Kollege Schaus, und das wundert mich für einen Politiker der LINKEN, ist, die öffentlichen Aufgaben werden sozialisiert und die gewinnbringenden Aufgaben werden privatisiert. Seit wann ist das eigentlich Politik der LINKEN, Herr Kollege Schaus? Herr Kollege Schaus, keine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft macht Gewinne, ohne sie wieder in den Wohnungsbau zu reinvestieren. Es ist doch Quatsch, was Sie hier erzählen. Es ist doch Quatsch. Herr Schäfer-Gümbel hat den Wohnungsbedarf angesprochen. 37.000 Wohnungen jährlich. Darüber müssen wir nicht streiten. Das ist die Zahl, die wir dank dem Gutachten der Ministerin haben. Und das stellen Sie gegenüber der Zahl des geförderten Wohnungsbaus. Herr Schäfer-Gümbel, Sie wissen, dass das nicht redlich ist, weil keiner hier im Haus ist der Meinung, dass er den gesamten Wohnungsbedarf von 37.000 Wohnungen allein durch geförderten Wohnungsbau sicherstellen kann. Deshalb ist diese Gegenüberstellung schlicht und ergreifend unredlich, Herr Kollege Schäfer-Gümbel.
Sie sprechen vom Flächenverbrauchsziel Null im Landesentwicklungsplan. Das gibt es schlicht und ergreifend nicht. Das gibt es schlicht und ergreifend nicht. Der neue Landesentwicklungsplan sieht 2,5 Hektar als Ziel vor. Das ist auch ein maßvolles Ziel. Und vor allem ist die zusätzlich zu versiegelnde Fläche überhaupt nicht unser Problem, wenn wir über zusätzlichen Wohnungsbau reden. Auch das wissen wir aus den einschlägigen Studien. Wir haben heute schon genug ausgewiesenes Bauland. Wir müssen dieses ausgewiesene Bauland erschließen, aber wir müssen nicht immer neue Flächen ausweisen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Also auch hier geht Ihr Hinweis völlig ins Leere und an den Problemen tatsächlich vorbei. Altes Polizeipräsidium Frankfurt. Die Geschichtsklitterung ist ja nun wirklich atemberaubend. Die Geschichtsklitterung ist ja nun wirklich atemberaubend, die da betrieben wird. Und jetzt sagen Sie, es gebe keine Verpflichtung für den privaten Investor, der das Grundstück gebaut hat, zu bauen. Herr Schäfer-Gümbel, nach dem, was Ihr SPD-Planungsdezernent zu verantworten hat, darf er zurzeit überhaupt nicht bauen. Ist Ihnen das überhaupt bewusst? Die Stadt Frankfurt hat auf das Gebiet eine Veränderungssperre erlassen und bis heute nicht zurückgenommen. Der erste Schritt, um auf diesem Grundstück bauen zu können, wäre, wenn der SPD-Planungsdezernent die Veränderungssperre von diesem Grundstück nehmen würde. Das ist der Unterschied zwischen realer Politik und einfach einem Dahergerede über dieses Thema, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Es liegt eine Veränderungssperre auf diesem Grundstück. Und dann will ich auch schlicht und ergreifend mal feststellen, über 15 Jahre ist auf diesem Grundstück gar nichts passiert. Gab es gar keine Perspektive für überhaupt keine Wohnung. Und nein, ich beschreibe das doch nur. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, das Gebiet zu entwickeln. Und Sie kommen nicht daraus heraus, dass es die Sozialdemokraten in diesem Haus waren, die 100 Millionen € Verkaufserlöse verwenden wollten zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung. Und wir verwenden Mittel aus dem Verkauf für Wohnungsbau. Wer tut jetzt für den Wohnungsbau eigentlich mehr, meine Damen und Herren? Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Herr Kollege Kasper von der CDU-Fraktion, noch einmal 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Mär zu dem alten Polizeipräsidium, die geht ja hier immer weiter. Also, die erste Aussage war ja, das Land hätte das verkauft mit einer Bebauungsmöglichkeit, die die Stadt überhaupt nicht haben wollte. Da hat ja jetzt Herr Schäfer-Gümbel zurückgerudert und hat gesagt, erst nachdem der Planungsdezernent mit dem Baurecht, ja, ich weiß noch, was Sie gesagt haben, Sie wissen es vielleicht nicht mehr, aber ich weiß es noch, nachdem der Planungsdezernent mit dem Baurecht gedroht hätte oder mit dem Bauordnungsrecht, erst dann wäre darauf eingeschwenkt worden. Und das bedeutet ja, dieses Einschwenken heißt ja, dass genau das gebaut worden ist, was die Stadt Frankfurt wollte. Und zwar gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder man einigt sich und setzt es so um, das war hier der Fall, oder wenn man sich nicht geeinigt hätte, dann hätte über das Baurecht es sowieso dazu hinkommen können und müssen aus Sicht der Stadt Frankfurt. Aber im Endeffekt ist doch damit klar, nicht das Land Hessen hat darüber zu entscheiden, was auf dem Grundstück passiert, sondern das Baurecht der Stadt Frankfurt am Main. Und genau das ist das, was umgesetzt werden kann. Die zweite Mär, es würde am Land Hessen liegen, dass dort noch nicht gebaut wäre. Richtig ist doch, dass es eine U-Bahn-Planung gibt unter dem Areal, und dass aufgrund der U-Bahn-Planung es jahrelang nicht möglich war,
dort ein Baurecht zu schaffen für ein entsprechendes Gebäude, weil man noch gar nicht wusste, wo das Fundament eines solchen Gebäudes hinkommen kann, weil das Planfeststellungsverfahren der Stadt Frankfurt für die U-Bahn-Linie ins Europaviertel lief. Auch das ist eine Tatsache, die man zur Kenntnis nehmen muss. Und daraus kann man ebenfalls entnehmen, dass es nichts mit dem Land zu tun hat, sondern dass es nun einmal die kommunale Planungshoheit ist, die über dieses Grundstück verfügt hat. Meine Damen und Herren, außerdem möchte ich noch erwähnen, dass das, was Herr Schaus hier ausgeführt hat, ja auch überhaupt nicht weiterhilft. Auch Sie haben wieder darauf verwiesen, dass nur durch den Bau von Sozialwohnungen die Dinge geregelt werden könnten. Es ist ja vorhin erwähnt worden, der Kollege Wagner hat ja darauf hingewiesen, Sie haben in Berlin, als Sie dort regierten, mit der SPD zusammen eine Gesellschaft verkauft. Und er hat die Zahl nicht genannt, aber deswegen nenne ich sie einmal mit 60.000 Wohnungen, die damals verkauft worden sind. Und insoweit, glaube ich, sind Sie der Letzte, der sagen könnte, das, was wir hier machen, ist falsch gewesen. Meine Damen und Herren, und dann noch einmal zu Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben eben gesagt, ich hätte erwähnt, wenn es darum geht, dass Bebauungspläne aufgelegt werden, dass die Kostengesichtspunkte eine Rolle spielen, und haben daraus eine Theorie geschmiedet. Das würde doch zeigen, dass die Kommunen in Hessen zu wenig Geld hätten. Richtig ist, heute haben die Kommunen in Hessen so viel Geld wie noch nie zuvor. Das geht also nicht um die Frage, ob die Kommunen ausreichend mit Geld ausgestattet sind. Das sind sie in Hessen. Sondern es geht um eine ganz andere Frage, ob die Kommunen bei dem Geld, was sie haben, ob sie dieses Geld dafür einsetzen, um z.B. einen Bebauungsplan mit einem neuen Wohnbaugebiet zu machen, mit der Folge, dass diese Entscheidung dann für sie zu zusätzlichen Kosten führt, auch wenn sie diese Kosten tragen könnten, weil die Situation eben die ist, dass vielleicht die Bürger, die dort schon wohnen in der Kommune, andere Vorstellungen und andere Wünsche haben und die, die in ein neues Baugebiet später erst ziehen würden, natürlich heute noch nicht die Wähler sind und insoweit noch nicht ihre Interessen vorbringen können. Also insoweit geht es hier überhaupt nicht darum, dass die Kommunen in Hessen finanziell nicht gut ausgestattet sind, sondern es geht nur darum, sich damit zu beschäftigen, wie kann man Kommunen motivieren, Bauland auszuweisen, was natürlich im Speziellen mit Kosten verbunden ist. Und da geht es um eine Entlastung dieser Kosten dafür. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Ich stelle fest, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Es wurde festgehalten, dass der Antrag der LINKEN, Drucksache 19/6760, und der Dringliche Antrag, Drucksache 19/6782, in den Umweltausschuss überwiesen werden. Nein? Soll darüber abgestimmt werden? Ja, ich hätte gerne jetzt einen Hinweis. Bei mir steht in dem Ablaufplan. Dann stimmen wir darüber ab. Gut. Dann lasse ich erst abstimmen über den Antrag der LINKEN, Drucksache 19/6760. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Dann lasse ich abstimmen über den Top 62, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erfolgreiche soziale Wohnungspolitik in Hessen fortsetzen, Drucksache 19/6782. Wer ihm zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Und somit ist dieser Antrag angenommen worden. Ja, ein Hinweis noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Fahrverbote verhindern. Hersteller in die Pflicht nehmen. Verbraucher sind nicht für die Handlungsunfähigkeit der Landesregierung verantwortlich. Drucksache 19/6784. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 64 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit Top 36, Setzpunkt der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, zusammen aufgerufen werden. Es wird nicht widersprochen, dann machen wir das so.